So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Rocket League. Wie spreche ich? Ja, Chris ist mit dabei und spielt gerade mit Tastatur. Hardware-bedingt. Und wir spielen Basketball, weil der Modus heute rauskam. Ah, also raus. Gestern, weil ich nehme an, wir laden das morgen hoch und dann war es gestern, kam es raus. Ah, okay, ich muss mit der Maus steuern, was zur Hölle? Was ich schon mal sehr cool gemacht finde an dem Basketball-Modus, ist, dass man so das typische Hallenquietschen hat. Ja, das muss ja sein, also. Ja, was ich noch ein bisschen. Oh, nein! Oh! Alter, ich treffe das Ding gar nicht gerade. Ja, mit Tastatur ist schwierig, glaube ich. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wenn man einen Korb trifft, denn wir haben, also ich habe es schon mal kurz angespielt vorhin, dass dann immer noch Tor da steht. Tor ist es ja definitiv nicht. Korb! Ja, irgendwie ja, sowas. Gut, das wäre eigentlich der logischere. Es ist generell, finde ich, das schon sehr schwierig, das Ding da hochzubekommen. Ja, es ist auch wirklich nicht einfach. Aber das fungiert wie eine Rampe, oder? Verstehe ich das richtig? So, wenn du es mit genug Wucht machst, hast du einen Rampencharakter, ja. Ja, okay. Wir segeln durch die Luft. Ich springe hier rum wie sonst was. Nein! Oh, nein. Oh Gott sei Dank. Wie gesagt, beim Anstoß kann man sehr gut Körbe werfen, weil der ja dann in der. Ja? Ah, schade. Weil der dann beim Anstoß schon mal in der Luft ist, ne? Und dann kannst du gleich einfach vorboxen. Das ist halt seltsam, dass du halt durch diese Rampe durchfährst, aber der Ball nicht. Ja, das ist halt so ein Kraftfeld, ne? So ein. Ja. Die kennt man ja schon. Was mit diesem Update übrigens auch kam, ist eine neue Rocket Labs Map. Nein! Der alles gut. Oder? Nein, der geht durch. Oh. Neue Rocket Labs Map. Ja. Die werden wir sicherlich auch mal testen. Ja. Wir machen doch sowieso zwei Spiele, oder? Ja. Ja, dann könnten wir die Regie dann gleich aufnehmen noch. Ja, also nehmen wir die auch noch mit auf. Also, es kommt dann noch Rubber Claps. Ja, hat man gerade so spontan festgestellt. Jawohl! Ja. Nein! Oh, dieser Scheißring. Das macht Spaß auf jeden Fall. Es macht Spaß, aber es sorry. Ist anstrengend. Nein, der geht rein. Nein! Ihr Tor, ja. Okay. Oh, coole Ansage. Ja. Ich mach den Herrn Spangenberg noch mal kurz ein bisschen lauter nebenbei. Also er ist eigentlich schon ziemlich laut eingestellt. Machen noch mal einen Tick lauter. War ich etwa zu leise? Ja. Nee, weil Rocket League hat ja so diese Ansätze, die Stimmen sehr unterschiedlich aufzunehmen. Ich weiß nicht warum, aber... Wir hoffen mal, dass es diesmal hinhaut mit der Stimmlautstärke. Ja. Spätestens ab jetzt sollte es noch mal besser sein. Ja. So, genauso wie die Videoqualität allgemein. Ja, wir haben ein bisschen sehr lange rumprobiert heute. Ja. Ah! Nein! Alles nur für die beste Qualität, natürlich. Ja. So wie Chris. Die Elgato haben wir beide mittlerweile. Also nehmen wir an, dass wir sie beide haben. Chris weiß noch nicht so genau. Ja, wenn ich wieder daheim bin, schaue ich mal nach. Macht leider momentan noch ein paar technische Schwierigkeiten, aber wir tun natürlich das Beste. Um die auch zum Laufen zu kriegen? Genau, und dann soll ich die Videoqualität nochmal verbessern. Ja, die geht wieder rein. Oh, nein. Ja, und außerdem gibt es dann demnächst wahrscheinlich ein bisschen PS4 Gameplay. Genau. Was wir aber schon mal verkünden dürfen, das dürfte unser erstes Video sein, was mit 60 FPS bei euch ankommt. In der Tat, ja. Es wird dann zwar auch nochmal ein oder zwei Videos geben, die noch mit alten Aufnahmeeinstellungen sind, weil die schon vorproduziert sind, aber die überlebt ja auch noch. Nein, das kann ich keinem anbieten, echt. Ja. Ich komme hier gerade nicht klar. Oh, es ist anstrengend. Ja? Nein? Ah! Aber es ist noch alles drin, ey. Wir haben noch 2 Minuten Zeit. Ja, ja. Geht der Modus länger? 5 Minuten auch. Meine ich. Okay. Aber es kommt einem länger vor, gell? Ja. Nein, scheiße. Oh Gott. Und für diesen Modus müsste man halt fliegen können, wa? Das beherrsche ich leider nicht. Ja, ich auch nicht. Dafür spiele ich das Spiel im Moment noch zu wenig. Ja. Man muss übrigens noch festhalten, dass 26.04., der eh ein sehr guter Tag für die Aufnahme ist. Der Tag auf der Aufnahme ist ein guter. Ja? Ah, drüber leider. Ist generell ein sehr guter Tag für die Gaming-Branche. Denn Hitman Episode 2 ist heute auch rausgekommen. Ja. Ein epischer Tag heute. Ja, ich freue mich sehr auf Episode 2. Ich finde das auch nicht schlecht. Heute Abend auf jeden Fall noch antesten. Ja, aber wie ärgerlich, ey. Ja, dazu gibt's auch mal ein Let's Play. Kann ich gleich mal ankündigen. Teaser hier. Teaser. Genauso, wenn wir einmal. Wenn sie denn das V-Sync wieder fixen. Ansonsten ja, okay. Kann ich nichts versprechen im Moment. Ja. Ja, was man vielleicht auch mal anteasern kann. Nein! Was bei Converter geht drüber? Ist Dark Souls 3.
Ja, in der Tat. Mit Jörgi zusammen, der kennt sich da so ein bisschen aus. So ein bisschen, ja. Ich bin da so ein bisschen Noob, aber ich werde es. Ja, das kann man es auch sagen. Ich bin da so ein bisschen der Noob, aber ich will es vielleicht mal ausprobieren. Gibt's auch bald mal ein Let's Play wahrscheinlich dazu. Ja. Oder es ist so scheiße, dass es uns nicht gefällt, dann gibt's kein Let's Play. Ja, das kommt drauf an. Wenn ich nach 10 Minuten schon wieder rage und meinen Controller durchs Fenster schmeiße, dann. Ja. Gibt's kein Let's Play. Gibt's kein Let's Play, ja, genau. Ich bin guter Dinge, dass ich mich diesmal vielleicht mal durchquäle. Ich entschuldige mich übrigens, falls meine Stimme noch etwas komisch klingt, weil ich bin leider immer noch ziemlich stark erkältet. Also wie immer. Wie immer, ja. Hab leider auch noch Kopfschmerzen. Alter, ich will immer boosten und springe. Ja, oh nein! Oh, wie ärgerlich! Ja, 3-0. Easy. Alles Hacker, alles Cheater. Ja. Hacks. Nein, schreib mal nicht. Nein. Ja. Wieder. Worms. Bestes Gameplay von uns? Gewöhnt. Wie, aber ich habe natürlich mehr Punkte. Natürlich. Du bist ja auch Gold 1, ja? Genau. Wir gehen zurück ins Hauptmenü, weil wir jetzt in Rocket Labs die neue Map spielen. Und wir sehen uns dann gleich wieder bei Folge Nummer 2. Bei Teil Nummer 2 dieser Folge. Bis gleich. Ganz genau, bis gleich. Oh. So. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Ja. Zu der neuen Rocket Labs Map. Ja. Teil 2 dieser wunderschönen Folge. Beim Moment bedauert, die erstmal zu finden, aber wir haben sie jetzt. Ja, aber sogar, also wir hätten deutlich mehr Pech haben können bei dem Findungsprozess. Ja, das stimmt wohl. Ich jetzt noch mit der Steuerung klarkommen hier, das ist okay. Das sind diese Menschen, die ihre PS4-Controller daheim vergessen. Au! Ich bin hier zum Studieren, ja? Ja, sehe ich. So sieht das also aus, wenn man studiert heutzutage, meine Damen und Herren. Ja. Easy. Weiß. Kann man mal machen. So, aber sowas schon. Oh, ich habe sogar gerade 60 Frames. Was ist denn da los? Alter. Den kleinen Laptop hier. Jetzt geht's aber rund, ja. Was ich ab nächste Woche nicht mehr habe. Es gibt da hardware-technische Veränderungen bei uns. Ja. Bei ihm. Allgemein gibt es halt natürlich Veränderungen. Das stimmt. Elgato, Laptops. Laptops spendierst du mir auch einen, ja? Na klar. Ich muss mir echt für die LAN-Party was überlegen, wo ich da einen Laptop für die Zeit herkriege. Das ist wohl wahr. Ja, wir wollen eine LAN-Party machen. Ja. Da werden wir euch wahrscheinlich nicht dran teilhaben lassen. Wobei, vielleicht nehmen wir auch was auf von dort. Mal schauen. Vlog. Ja, genau. Der erste Vlog. Ja. Das hier machen wir jetzt aber rein hier. Voraussichtlich. Die rammt mich die ganze Zeit. Werden wir beim Stream auch zu sehen sein, ne? Ja. So. Und ja, wir werden streamen, das habe ich schon mal erwähnt. Ich erwähne es gerne nochmal. Boom. Ja, leider falsches Tor. Ich weiß. Ich stelle übrigens gerade voller Erschrecken fest, Chris, meine CPU-Auslastung momentan ist auch bei 33% beim normalen Aufnehmen. Aber der Unterschied ist, es ruckelt dabei nicht. Was? Nein. Doch. Krass. Aber mal, dass es so bleibt erstmal, bis wir die Elgato richtig zum Laufen kriegen. Ja. Wenn du keine Probleme hast, dann muss ich leider davon ausgehen, dass mein Privatverkäufer auf eBay mich beschissen hat. Ja, das wird man ja spätestens am Freitag wissen. Richtig. War meine auch privat? Ja. Okay. Ja, ein gewerblicher. Kumpel. Von dem Gewerblichen kriegst du die so billig nicht. Das dachte ich mir schon. Ich weiß zwar immer noch nicht, warum die alle so aus dem Fenster schmeißen, aber okay. Weil sie schnelles Money brauchen. Hätte ich... Oh, Gott sei Dank war das... Alter! Ich hab jetzt auch gerade gedacht. Oh. Ja, der ist drinne. Jawohl! Sehr schön. Guter Schuss. Nicht, oh mein Gott, guter Schuss. Oh mein Gott, was war das? Ajo! Ja, war hübsch. So aber echt, nicht. Ich find's ein bisschen schade, dass die ihre experimentellen Maps momentan scheinbar nur drauf auslegen, dass die Erhöhung und Vertiefung haben. Oh! Direkt vorm Tor ist jetzt was anderes, ne, aber... Ja, aber, ich find's gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ich find, sie macht Spaß, aber ich hätte noch was, noch experimentelleres mir vielleicht auch erhofft. Das kommt bestimmt noch. Ja, aber Spaß machen sie auf jeden Fall. Ich finde halt auch die Designmuster sehr, ansprechend. Ja, die werden aber dann nicht mehr so aussehen, denke ich mal. Das ist ja nur für dieses Labs so. Ja, ja. Das ist quasi wie so eine Testumgebung. Ja, genau. Ja.
wo sie mich an Visualizer von Musik erinnert, aus dem Grund rum, aber okay. Ah, okay. Ja, stimmt, du hast recht. Aber vielleicht soll jetzt auch genau das darstellen. Nein! Ich hab's versucht. Ich auch, ich bin vorbeigesprungen. Ich kam von oben und hab aber leider nicht. War ein bisschen spät. Oh. Pass auf jetzt von oben. Attacke! Leute, wieso war er jetzt so schnell? Keine Ahnung. Der geht rein. Weiß. ich bin auch drum drüber mitgeflogen. Hast du ihn weggekickt? Nein, Tor. Guck mal. Hier. Nice. Ja, aber die Map macht Spaß. Oh ja, doch. Muss man sagen. Feines Rocket League Team. Das ist jetzt schlecht. Nein! Aha. Das ist doch scheiße, die Map ist scheiße. Was macht der denn da? Der fliegt beim Anschluss immer Ball. Will mich echt verarschen. Ja, aber das geht. Hier auf der Map geht das. Ja, da musst du schon sehr inkompetent für sein. Stell dich nicht so Leute wie als inkompetent da, nur weil es random ist. Ja und? Randoms darf man kritisieren. Wir flamen viel zu sehr über Randoms, ist mir mal so aufgefallen. Stimmt. Mach das nicht, Jungs. Flame ist immer schlecht. Ja, das dürfen nur wir. Ja gut, aber ich sag mal, es macht einen Unterschied, ob wir uns hier vor... Sorry. Ob wir jetzt hier leise vor uns hin flamen, weißt du? Oder ob wir jemanden von der Kategorie werden, die dann die ganze Zeit im Sprach- oder Textchat... du bist scheiße. Geh weg, geh dich erschießen, dir ist ja dieses Spiel. Off-Camera mache ich das auch immer. Ja klar. Ja, nee. Nee, Flame ist irgendwie scheiße. Ist es auch. Macht es zwar immer, aber irgendwie ist es schon scheiße. Aber man muss ja nicht direkt jemanden irgendwie beleidigen oder so. Ja, eben. Wir flamen ja sehr sachlich. Ja. Weil sie haben ja keinen Skill bzw. Erfahrung. Wer was über Erfahrung wissen will, muss Jörgi fragen. Ja. Also wir haben jetzt natürlich nur das 3-3 schießen lassen, weil wir eine Overtime haben wollen. Ja, genau. Damit ihr mehr Content habt. Genau. Oh. Das war jetzt ein bisschen knapp. Ich bring den Ball nach vorne! Ich schütte den hinter dir! In der Mitte bereithalten zum Reinschieben! Oh Mann. Ah, da kam ein Konter. Alter, das ist doch mit der Tastatur. Das ist unglücklich gelöst, ganz ehrlich. Ich glaube, Nein! Okay, jetzt wird's. Wir müssen, also man muss dazu sagen, ich glaube, diese Entwickler waren nicht darauf ausgelegt oder dachten nicht darüber nach, dass das so ernsthaft mit der Tastatur spielen wollen. Ja, normalerweise spiele ich das auch nicht ernsthaft mit der Tastatur. Oder allgemein spielst du das nicht mit der Tastatur. Wir müssen jetzt ein Tor machen, Leute, gell? Ist doch nicht klar. Ja, das machen wir jetzt. Ich fahr dann schon mal. Was verfehle, weil ich nicht richtig steuern kann. Ja, easy. Jawohl! Ja! Du musst jetzt nur noch reinkicken. Nein, der war vorher da! Verdamm mich doch! Ich flieg durch die Luft! Oh. Ja, das ist die richtige Richtung. 9, 8, ist machbar. Umschalten. spannend wieder hier. Hier Ausgleich. Das war jetzt geplant. Es wirkt also, jetzt gar nicht so durcheinander. Nee, das wollten wir auf jeden Fall so. Ja, vor 2 Sekunden vor Enter. Ja. Spannung und mehr Content wollten wir für euch, ja? Genau. Und wir machen Tor. Das war genau so geplant. Wir wussten natürlich, dass wir jetzt nichts machen müssen. Zeit war absolut ausreichend für sowas. Ja. Ja. Nein. Oh. Nein. Nein. Schön. Erstmal weg von unserem Tor. Genau. Das ist erstmal das Wichtigste. Oh, das ist die falsche Richtung, Kumpel. Oh, nein! Nein! Was? Was? Ich mag Monet, den Künstler. Oh. Nein, mag ich nicht. Ich weiß nicht, was sie gemalt hat.
Aber ich kenne den Namen noch aus dem Kunstunterricht. Ah. Das wird gerade. Oh, Batman! Nee, wie heißt der? Keine Ahnung. Tu was! Oh! Ja, das ist gut! Ja! Ja! Ja, 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 sehr gut! Mach dich selber rein! Oh. Ah, ich hab keinen Boost, ey! Ich brauch Boost! Ich hab Boost! Ja! Nein! Soll jemand das in? Ja! Nein! Weg da! Lass das, ich hasse das! Was? Wo kommt der denn schon wieder her? Ist einfach nur ein Witz, was sie hier abliefern. Ah, da kommt's zeitlich. Absolut überlegen sind wir natürlich wieder hier. Die haben jetzt eingeführt, dass man sieht, wie lange man schon in der Overtime ist. Ja, das ist schön. Oh, meine Damen und Herren, das wird eine Folge mit Überlänge. Was? Ja, wobei, die meistens immer so bei 12 Minuten, gell? Ja, das passt schon. Das passt wirklich. Also mehr als 20 sollten es wahrscheinlich nicht werden. Ja, das, der, wenn jetzt jemand und so... Ja! Ja, man kommt aber auch extrem schwierig da nur dran, ey. Weg da. Alter, wie sie einfach alle hinterher preschen. Ja, es ist halt so. Es ist, als wären das Hunde, weißt du, du schmeißt ein Stückchen aus und auf einmal drehen alle drei ihren Kurs um. Ja. Ball? Ball? Ja. Ja? Ja! Ja! Nein! Ah. Das ist mir gerade viel zu spannend hier. Ja, echt mal. Der kommt in die Füße Mitte jetzt. Ach, doch nicht. Alter! Sorry. Ja, die sind vorbeigefahren! Ah! Ach, sorry. Wenn ich den Kuhner bestelle, wäre da reingegangen. Oh, Menno. Wo ist eigentlich unser Teammate? Der steht im Tor. Der steht AFK im Tor. Ich weiß nicht, ob der AFK oder... Ne, der verteidigt. Die Idee ist nicht so schlecht, damit wir nicht verlieren. Ja. Aber wir können gar nicht verlieren, weil wir... Doch, wir können verlieren, wenn die Tor machen. Hallo? Das ist alles geplant. Ja, natürlich. Du weißt doch, dass unsere Gegenspieler gekauft sind. Ja, natürlich. In jedem Spiel übrigens. Ja, immer. Jeder Encounter. Oh, oh, nein! Nein! Ach, ich hasse das jedes Mal, wenn ich diese Rampe hochfahre, drehe ich mich in der Luft, obwohl ich es nicht will. Oh Mann! Jawohl, die haben sich gegenseitig weggedockt. Gott, wo kommt der denn hin? Auf jeden Fall nicht dahin, wohin soll. Ich habe mir erstmal abgelenkt. Nein! Scheiße, das Sagenwort. Ich dachte, ich kann fliegen, weißt du? Aber ich bin geflogen. I believe. I can fly. Ja. Jetzt aber! Jetzt aber! Lass mich! Ja! Passt. Ah! Ich erwische einfach nicht gerade, ey. Ich bin so schlecht in dem Spiel. Nein! Ja! 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 Selber rein! Ja! Ja! Vorlage! Nice! Nein, was hab ich jetzt eigentlich zu diesem Tor beigetragen? Achso, ja, das war der Torschuss, Mann. Siehst du doch. Mich weggekickt hast du, das hast du das beigetragen, ja. Ja. War mein Torschuss, ja. Mein Torschuss. Die Spieler waren gekauft, machen das Tor selber rein. Ja. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.